Und da sind wir wieder auf dem Hausdach und ich will nochmal probieren, zweimal seine Waffe wegzunehmen. Und dann müssten wir ja so nah dran sein, dass er vielleicht auch von der Kante aus ihn packen kann. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, ihn irgendwie aufzuhalten. Denn es muss einen Grund haben, dass wir immer näher kommen. Wenn wir ihn zum ersten Mal hinhalten, kommt er einen Schritt näher und mit jedem Mal, dass wir versuchen, die Waffe wegzunehmen, kommen wir auch ein Stück näher. Es muss einen Grund haben. Your bravado is irritating. Now, jump! Also noch ein zweites Mal. My right shoulder exploded into fierce furnace of pain. Black dots, blah blah. Your capacity for pain is indeed impressive. I'm almost tempted to watch you bleed where you stand. But time is short. Now jump or die. Okay, jetzt klettern wir drüber. Und jetzt sind wir direkt neben ihm. Das muss doch irgendeine Möglichkeit sein. Just admiring the view. Yes, it is nice, isn't it? Na gut, probieren wir es mal von hier aus. Grab his gun. Ja. So einfach. Weak from blood loss, I couldn't keep my hold on the gun. It slid out of my fingers like melting butter. You momser! You are a nothing! What's this? You think you can knock me out like some common street punk? He was old and certainly not as strong as me, but those two bullets had taken their toll. I am Amos Zelig. I've spearheaded the strongest Jewish synagogue in Manhattan for over 30 years. Who are you, little rabbi? Jemand, der besser boxen kann als du, wenn er nicht gerade die Kugeln im Arm hat. Ach, jetzt kommt noch mal so eine Nummer. Who do you think I am? Is this how a rabbi acts? Do you think you can win this fight? Throw a punch. Is this how a rabbi acts? This is how the world acts. Du hast keine Ahnung von der Welt, wie mir scheint. Von der Welt vor allem. Why don't you just give up? You call yourself a Jew? How can you live with yourself? Immer die Selbstvorwürfe, genau. You call yourself a Jew? You call yourself a hero? How can anyone respect you? How can you face God, knowing what you've done? Is all this worth your soul, Zelig? Is all this worth your soul, Zelig? I'm not giving up my soul for anything, Stone. Is all this worth your life? Ah, immerhin kann mit einem reinen Gewissen sterben, wenn sterben würde. Are there others like you? Are you ready to die? Are you happy with this life, Zelig? Are you happy with this life, Zelig? Yes. Are you? Echt? Bist du? Okay, do you think a rabbi should act this way? Das hatten wir ja schon. Ich mach das trotzdem nochmal. You really think a I told this is how the world is. Get used to it. Oh, mach ich ihn gerade wütend? Oh, okay. Wir dürfen wahrscheinlich nicht mehrmals dasselbe sagen, was weiß ich. Dann probieren wir es mal mit How can you live with yourself? How can you live with yourself? With power. Respect and money. I manage quite well. Ja. Okay. Dann probieren wir mal mit Face God. How can you face God knowing what you've done? God knows more than anyone how the world works. I'm sure he understands. Aha. So, man muss ihm ja auch mal ab und zu einen verpassen. Are there others like you? More than you can possibly imagine. Schön. Who do you think I am? Who do you think I am? Those tricks won't work with me, Stone. I've been playing that game since you were knee-high to my tuchus. You think you can out-rabbi me? Was? Out-rabbi? Was ist das denn? Why don't you just give up? You really call yourself a Jew? I ask again, how can you live with yourself? Oh, Sauerei. Das war nicht so gut. I ask again, how can you live with yourself? I have all the prestige and respect money can buy, Stone. I live quite comfortably. So, jetzt aber, oder? Ja. Wir müssen ihn also immer ablenken mit unseren Kommentaren. Und dürfen ihn nicht mehrmals dasselbe fragen, wahrscheinlich einfach. How can anyone respect you? Power breeds respect, Stone. But you've never had either, have you? Gut, aber hier ist jetzt Throw Punch ausge... Ah, es wird nicht so schlimm sein, oder? Ach Mist, doch. Ich verstehe es noch nicht ganz. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht.
Are ready to die? How many others are there? Ah, hier, how many others? Das wäre doch interessant, oder? Just how many others are there? As I said, more than you can possibly imagine. So, don't you know who I am? Das hab ich schon gefragt. You really think you can win this fight? You think you can shut up? Nein! Ja, aber wenn ich jetzt Throw a Punch nehme, dann klappt das doch wieder nicht, oder? You really call yourself a Jew? You really call yourself a hero? Das ist voll bescheuert! Ich versteh's nicht. You don't fear for your soul, you really think God will... Ja, das hatten wir doch schon. People really expect you, das haben wir noch nicht. People really respect you after all this? I already told you, Stone. Oh. Power breeds respect. But you wouldn't know what that's like, would you? Okay, was haben wir denn jetzt noch nicht gehabt? How can you be happy with this life? Nee, wir haben bloß gefragt, are you happy with this life, ne? How can you be happy with this life? Do you see this apartment? Do you see this view? Trust me, I am very happy with this life. Can you say the same? Wie kann man als Geistlicher denn so eine materielle Ansicht der Welt haben? Das verstehe ich nicht. Don't you know who I am? Don't make me laugh. You think you're special? Why don't you just give up? Why don't you just die? Ich verstehe nicht ganz, was ich machen muss, muss ich zugeben. So, die haben wir doch beide schon gehabt, oder? Ich kann ihn nur, er blockt mich ja, wenn ich jetzt angreife. You don't fear for your soul, Zelig? I fear nothing. Do you fear for your life? Hätte ich vielleicht am Anfang anders agieren sollen? Ich weiß es nicht. Are you ready to die? Are you? Okay. Do you really think you can win this fight? Das hatten wir doch auch schon. Und er blockt mich wieder. Also ich kann ihn nicht abwehren gerade. You really think you can win this fight? Do you think you can stop talking long enough to throw a punch? Ach. Last chance. You wanna give up? No. Do you want to die? Okay. Warum frage ich ihn eigentlich immer wieder dasselbe? Ich weiß es nicht. You really think God will understand your actions? God knows what is necessary. I'm sure he understands. Nein. Das kann es schlecht sein, oder? Are you ready to meet God, Zelig? I'll meet God in my own time, Stone. But not yet. So, und damit sind wir einmal durch und wissen nicht mehr, was wir fragen sollen. Okay, aber zumindest können wir ihn wieder ein bisschen zurückschlagen. Die Frage ist, jetzt habe ich ja alles schon mal gefragt, jetzt wird er mich ja grundsätzlich immer weiter zurückschlagen. Das heißt, ich habe jetzt keine Chance mehr, oder? You really think you can win this fight? Do you think you can stop talking long enough to throw a punch? Okay, er schlägt aber nicht sofort. Ja, jetzt blockt er mich wieder. Ich weiß nicht, wonach das geht, wann er blockt und wann nicht. You really call yourself a Jew? You really call yourself a hero? Ach, ich verstehe es nicht so ganz. Tut mir leid. You don't fear for your soul, Zell. I fear. Do you fear for your life? So, jetzt mal. Nee, blockt wieder. Erklärt's mir bitte, was ich machen soll. And there you have it. Do you have anything further to say before Deathstone? Muss es denn darauf hinauslaufen, dass ich hier dann stehe? Ich weiß es nicht. Is there anything to say? A rabbi to the end. Goodbye, Stone. Und wir sterben. They say a man's life passes before his eyes at times like these. But all I could see were the high rise of Manhattan, crowding themselves around me like a concrete womb. The harsh, unyielding pavement comes ever closer, and I can't help but wonder. Did I honestly try as hard as I could? I fought him. I stood up to him. I did the honorable thing. Yet I failed. Was this outcome inevitable? I guess I'll never know. Okay, wir sind wieder gestorben und ich mache nochmal einen Break rein, bis wir wieder an der Stelle sind. Bis gleich. Nächster Versuch. Ich habe eine Idee, wie wir es vielleicht machen können. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber ich glaube, es geht um die rabbiesken Antworten sozusagen. Also die Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten. Manchmal hat er nämlich mit einer Frage geantwortet und manchmal mit einer richtigen Antwort. Und ich glaube, wenn er richtig antwortet, vielleicht können wir dann zuschlagen. Das muss ich mal ausprobieren. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal die Waffe weg. So.
Auf zur nächsten Runde. You Momser, you are nothing. What's this? You think you can knock me out like some common street punk? So. I am Amos Zelig. I've spearheaded the strongest Jewish synagogue in Manhattan for over 30 years. Bist ein ganz toller. You, little rabbi. So, jetzt. Okay, dann schauen wir mal, wie das Ganze hier aussieht. Ich probier's mal. Who do you think I am? Those tricks won't work with me, Stone. I've been playing that game since you were knee-high to my tuchus. You think you can out-rabbi me? Okay, jetzt hat er mit einer Frage geantwortet. Das heißt, jetzt wird er mich wahrscheinlich schlagen. Also das ist jetzt zumindest mein Gedanke dabei. Wir probieren einfach mal weiter. Why don't you just give up? Why don't you just die? Ah, mal sehen. How can anyone respect you? Power breeds respect, Stone. But you've never had either, have you? Zählt er es jetzt als Frage? Ich probiere mal zu schlagen. Ah, okay, er blockte. Okay. Are you happy with this life, Zelig? Yes. Are you? War auch wieder eine Frage am Ende. Don't you know who I am? Don't make me laugh. You think you're special? Aber er antwortet doch immer mit Fragen. Also vielleicht klappt das doch nicht so, wie ich mir das dachte. How can you live with yourself? With power, respect and money, I manage quite well. Wobei, jetzt hat er keine Frage. Ich probiere mal. Ja, jetzt klappt's. Vielleicht funktioniert das doch so, wie ich mir das dachte. People really respect you after all this? I already told you, Stone. Power breeds respect. But you wouldn't know what that's like, would you? Frage? Also machen wir mal weiter. How can you be happy with this life? Do you see this apartment? Do you see this view? Trust me, I am very happy with this life. Keine... Can you say the same? Ah, okay, ich wollte schon sagen, keine Frage am Ende, aber er hat dann doch noch eine gestellt. Is this how a rabbi acts? This is how the world acts. Hey, sorry. Schlagen wir direkt zurück. Okay. Machen wir mal hier. You call yourself a Jew? You call yourself a Jew? You call yourself a hero? Okay, das hat nicht funktioniert. How can you face God knowing what you've done? God knows more than anyone how the world works. I'm sure he understands. So, jetzt zum Beispiel. Genau, wunderbar. Das scheint tatsächlich zu funktionieren. Also, bisher klappt es immer, wenn er mit, als letztes mit einer Gegenfrage antwortet, dann würde er das Ganze blocken. Und wenn er mit einer richtigen Aussage endet, dann wird er getroffen. Are you ready to die? Are you? Das war jetzt also nichts. You really think a rabbi acts this way? I told you, Stone. This is how the world is. Get used to it. Okay. Jetzt kriegen wir hier noch langsam schon mal in die richtige Richtung hier. Last chance. You wanna give up? No. Do you want to die? Nein. Is all this worth your soul, Zelig? I'm not giving up my soul for anything, Stone. Is all this worth your life? Nein, ist es nicht. Aber ich werde meins auch nicht verlieren. Are you ready to meet God, Zelig? I'll meet God in my own time, Stone. But not yet. So, schlagen wir direkt zurück. Das hat uns zwar nicht vorwärts gebracht, aber naja. You really think you can win this fight? You think you can shut up? Nein, kann ich nicht, leider. Tut mir leid. Okay, die Frage ist, wo hat er jetzt mit Sätzen geantwortet? Bei really, you can, do you really call yourself a Jew? Ich glaube da nicht, ne? You really call yourself a Jew? You really call yourself a hero? Ah, doch, okay. Probieren wir es mal damit. You really think God will understand your actions? God knows what is necessary. I'm sure he understands. Genau, das funktioniert. Ah, da schlägt er uns aber auch, Mensch. Ach, wir kommen nicht vorwärts, ne? Are there others like you? More than you can possibly imagine. Gut. Okay, was haben wir noch? You really think you can win this fight? Do you think you can stop talking long enough to throw a punch? I ask again, how can you live with yourself? I have all the prestige and respect money can buy, Stone. I live quite comfortably. Und du schenkst einen Schlag ein.
Die Kante kommt näher, mein Freund. You don't fear for your soul, Zelig? I fear nothing. Do you fear for your life? Nein. Just how many others are there? As I said, more than you can possibly imagine. Und Treffer. Ich glaube, jetzt haben wir ihn fast. So, was können wir noch probieren? War es beim Rabbi? Ich glaube, da könnte es funktionieren, ne? You really think a rabbi acts this way? I told you, Stone. This is how the world is. Get used to it. Ja, genau. Jetzt haben wir ihn. Ja, geschafft. Zelig, it's over. What do you have to say for yourself? Mazel tov, Rabbi Stone. I applaud you. To have come this far, you certainly are resourceful. Just what are you saying, Zelig? I do remember Jack Lauder very well. He came into my office 8 years ago, looking to get married. It seemed that this Zionist, pig-headed rabbi was against it. Oh, the things he said about you. Imagine my surprise when you showed up in my office. Yeah, I bet you were shocked, all right. I've done some checking up on you. In all these years, you've never learned to make concessions. Concessions? Concessions? The Jewish people are slowly becoming extinct. For thousands of years, we've struggled to keep our place on this planet, and you talk of concessions. As a rabbi, I do everything I can to help. And if that means refusing to conduct an interfaith marriage, then so be it. I can still look at myself in the mirror and call myself a rabbi. What are you, Zelig? You're nothing but a common criminal who consorts with gangsters and assassins. We all have our place in the big machine, Stone. And you? You're just a tiny, squeaky wheel. Now be a good cog and just let me go. I know you don't have the guts to throw me over. Schmeißen wir ihn runter oder nicht? Selbes Spiel wie vorhin. Nur weil wir ihn überwältigt haben, müssen wir ihn nicht töten. Dann wären wir nicht besser als er. Rajri was still bound and gagged. Her eyes shined with relief. I quickly untied her. So, it's over? It's over, Mrs. Lauder. We'll leave Rabbi Zelig for the police. You're hurt! You're bleeding all over! It'll be okay, Mrs. Lauder. Okay, you were shot! It's all right, let's just get out of here. Well, all right, if you say so. Are you sure you're okay? I'm fine, Mrs. Lauder. Call me Raj, please. After all this, I think you deserve it. But we're going to the hospital and no argument. Sure. Achievement! Ubermensch! An example to us all! Atzai Melech Shemoni Kra. The weeks sped by. Jack's pistol arrived in the mail, and I was able to appease all my debts. Thanks to an anonymous tip, the police picked up Amos Zelig before he regained consciousness. He even tried to tell them that I attacked him, but thankfully Rajri testified on my behalf. Back to the grind. Another week, another Shabbos. Has anything changed for me? Not really. Thank you, Cantor Kaplan. Debts still pile up, but they won't be a problem as long as Jack's money holds. After that, it's best not to think about it. Is it only in the aftermath of pain that we are justified in questioning God's fairness? Just how much pain must occur to legitimately raise the question, why do bad things happen to good people? Just how much pain? Then it hit me. God might not seem fair. We may not always feel connected to him. That is, we may feel lonely, and often do. Yet the underlying reality of our lives is that we are always connected, whether we feel it or not. Whether we accept it or deny it, the connection is there. And since we are connected, we are responsible. Battling for goodness is how we give our lives meaning. Maybe there are no answers. Ultimately, we may never find that elusive truth. Yet ultimately,
we may find something else. Meaning, significance, and fulfillment. If so, that may be enough. Und ich wünschte mir, alle würden in ihren Religionen genau diese Erkenntnis finden, dass es die Menschen verbindet und nicht trennt, der Glaube. Und das mag ich auch so am Zen-Buddhismus, da gibt es auch letztendlich diesen Gedankengang, dass alle aus denselben Grundbausteinen bestehen sozusagen. Also im Kern nach unten gehend bestehen alle aus denselben Teilen. Und somit sind alle ein Teil der Welt und wir sind letztendlich alle Ausprägungen ein und desselben großen, übergeordneten, wenn man so will, Organismus, nämlich unserer Welt, die existiert. Das heißt, wir sind alle eins irgendwo und sind verantwortlich für alle anderen. Und diesen verbindenden Gedanken, den finde ich eigentlich wunderschön dabei und es ist schade, dass das viel zu selten betont wird. Aber der Rabbi hat's verstanden. Dear God, I hope that's enough. The end. Und das, Freunde, war The Shiver von Dave Gilbert. Es war ein kleines Spiel, das an einigen Stellen gar nicht so einfach war, muss ich sagen. Da musste man doch ganz schön überlegen und herumprobieren, um dann mal auf irgendwas zu kommen. Und gerade in den Szenen, in denen der Rabbi sterben kann, ist es doch ein bisschen kritisch. Ich glaube, ich habe wirklich jede Szene mitgenommen und bin einmal gestorben vorher, oder? Bevor ich es dann richtig gemacht habe. Na, außer in der U-Bahn. Da habe ich es, glaube ich, gleich hingekriegt. Aber ansonsten ein sehr schönes Spiel, das nachdenklich stimmt und ja, es ist eine kleine, kurze Story, ne? Ist ja auch schnell erzählt im Prinzip, aber ich muss sagen, die war sehr einfühlsam erzählt und hat mir gut gefallen. Es war halt mal so eine kleine, so eine Großstadt-Story so ein bisschen, ne? Hatte so, also so ein paar Noir-Elemente, finde ich, haben da so mit drin gesteckt. Dieses Verschwörungselement. Letztendlich hat es aber doch so diese sanfte, langsame Melancholie der jüdischen Kunst irgendwie mit drin gehabt. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das hat mir gut gefallen. Und besonders schön waren natürlich immer die rabbinischen Antworten. Am besten war, als die Rabbiner sich gegenüberstanden und sich beide nur mit Gegenfragen geantwortet haben. Also ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen, das mir richtig gut gefallen hat. Hat er sogar noch seine Tochter mit reingebracht in die Credits. Und damit sind wir durch. Und ich will aber noch nicht Schluss machen, denn ich will euch noch die Voice Actor Bloopers zeigen. Die habe ich vorhin schon gesehen. Das sind quasi Takeouts von Einsprechern, die hier vorgenommen wurden. Und die fand ich eigentlich, also ich habe bloß in einen mal reingehört, ich fand das eigentlich ganz witzig. My name is Rabbi Stone. It's been a while. And here I am. I'm doing all right. How goes the show? Yeah, it's okay. It's no great shakes as they go. Thumping the old Torah. That's right, rocking the mezuzah. Rocking the mezuzah. That's what I like. That's how I roll. Schön, wie er sich in seiner Badassigkeit immer tiefer mit der Stimme runterbegibt. Good night to you, Rabbi Zelig. Good night to you, Rabbi Stone. No, good night to you. Good okay. Night to you. Okay. I told you I'd be back. Rabbi Stone, come with me if you want to live. I've been sent back from the future by your son to protect you from Joe DeMarco, or get to the chopper. Die haben schon ein ziemliches Leiden gehabt, oder? Also ich muss sagen, das ist auch so ein Punkt, daran merkt man, dass es auch eine Billigproduktion sozusagen ist, also so ein kleines Indie-Projekt. Die Einsprecher haben natürlich teilweise unglaubliche Soundschwierigkeiten gehabt. Also da hast du manchmal unglaublich gehört, wie sie ins Mikro gepustet haben oder sowas. Aber ich finde, die haben sich trotzdem Mühe gegeben. Also die Sprecher selbst waren nicht schlecht, die Qualität der Sprachaufnahmen selbst war aber nicht so besonders. You vile murdering lowlife. You can go to... All right, yeah. Little growling, never heard. Stone smash! Rabbi mad. Okay. All right. Grim bastard! Huh. Oh, there's my phone. Excuse me a second, Rabbi. This'll only take a minute.
Okay, den Durkin, den haben wir auch nie wieder gesehen. Der ist wirklich bloß am Anfang gekommen, ne? I don't know who you are or where you think you get off. But I think you'd better leave. Before I do something we'll both regret. Rabbi. I'm done talking. I'm done talking. You're all out of town. Exactly. This shoal ain't big enough for the both of us. All right, let me do that one more time. Tough guy thing is fun. Okay, right. Just do it one more time. It was good. Just yeah. I think the laughter might have. Okay. All right, let's try. Gut, also ich spiele jetzt hier nicht alle vor, ich wollte euch bloß mal so ein paar zeigen. Schauen wir als letztes noch Abe and Dave Act Silly an und dann würde ich sagen, machen wir auch Schluss hier mit den Voice Actor Bloopers. You think you'll get away with this? Okay, can you try it like it's a real question? Okay. Like, you think you'll get away with this? Okay, you got it. You think you'll get away with this? You have no idea what you're messing with them. You have no idea what you're messing with them. My God, you have no idea what you're messing with. Serious. It's a really huge plot, and it's just beyond comprehension. You just can't believe okay. It. It's so above you. It's so high. So serious. It's so high, it's like my eyeliner. I'm for totally serial right now. Totally. All right, let's okay. Shake it out. Let's do it again. Shake it out. Okay. Schön, you're messing with it, finde ich auch gut. Okay, lassen wir es mal dabei. Und damit möchte ich dann dieses Projekt auch beenden. Es hat mir gut gefallen, ne? Ich mache nochmal hier kurz in den großen Bildschirm in das Menü. So, da können wir doch hier das Ganze abschließen. Also, The Shiver, ein schönes Spiel, kostet auch gar nicht viel. Ich glaube 5 Euro bei Steam oder so, bin mir gar nicht sicher. Dafür eine schöne Geschichte. Ist auf jeden Fall mal wert zu spielen und ein kleines Schmankerl für Adventure-Fans. Das mal ganz ohne kombinieren dies mit dem auskommt, sondern wirklich sehr story-driven ist. Und das hat mir gut gefallen. Ich hoffe, für euch war es okay, dass das Spiel komplett auf Englisch war. Ich glaube, ich hätte dem Let's Play jetzt keinen Gefallen getan, wenn ich das immer spontan übersetzt hätte, weil mir dann doch zu viele Wörter mit der exakten Bedeutung gerade gefehlt hätten. Also ich verstehe es zwar immer, was gesagt wird, aber manchmal weiß man ja einfach nicht die exakte deutsche Bedeutung von einem Wort. Und da habe ich dann auch einfach diesen Qualitätsanspruch. Ich will dann, ja, also gerade bei Übersetzungen, ich schäme mich dann dafür, wenn ich dann Unsinn erzähle oder wenn mir das richtige Wort nicht einfallen will. Und deswegen lasse ich es dann doch lieber dabei, dass wir im Englischen bleiben. Es wäre auch seltsam gekommen, wenn ich zwischendurch immer mal einzelne Sätze übersetzt hätte. Ich denke schon, ihr werdet damit klarkommen. So, und damit möchte ich mich dann auch verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Mal sehen, ob ich wieder was Kleines auspacke oder ob wir dann mal wieder was Größeres machen. Wir werden es sehen. Bis dahin, macht's gut, haut rein und bis bald.